Yuma Graffiti. Wie man sich es schon an den Namen denken kann, es ist ein Yuminiki-Fanspiel. In diesem Spiel bist du Yomika, die sich in einem baumhausartigen Zimmer aufhält, was scheinbar in deinem Inneren einer Höhle ist. Okay, das ist anders. Im Inneren der Träume bekommt man das, was man erwartet. Absolut seltsames Zeug. Hauptsächlich sind es hier sehr seltsame Träume mit sehr kreativen Orten, Monstern und Events. Auch wenn ich ehrlich gesagt das Graffiti-Konzept nicht so ganz in diesem Spiel sehe. Aber naja. Doch hin und wieder kommt man zu diesen üblichen grausamen Träumen, was in jedem Yuminiki-Fanspiel in irgendeinem Moment drin ist. Und die Orte, auf die du triffst, sind toll. Es gibt vieles zu entdecken, die Events, die auftauchen, sind interessant und es ist nicht einfach nur eine Kopie von Dotflow oder irgendein anderes Yuminiki-Fanspiel. Dann kommt noch hinzu, dass dieses Spiel kein Gimmick hat, was dir das Spiel direkt ins Gesicht treibt. Keine Bilder zu sammeln, kein zweites Quest, keine Orbs, die du einsammeln musst und vor allem keine Dialoge. Wir haben davon schon genug. Es ist einfach nur ein klassisches Yuminiki ohne irgendwelchen unnötigen Zusatz. Die Grafik und die Musik ist angenehm. Nicht was großartig heraussticht, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es auch besser so. Die Effekte sind, wie bei den meisten Yuminiki-Fanspielen, von Aussehen her einzigartig und vom Einsatz her eine direkte Kopie von Yuminikis Effekten. Wir haben wie immer den Speedboost, die Waffe, den Teleporter. Man kennt es da eigentlich schon. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass keiner der Effekte zum Thema Graffiti passt. Wie zum Beispiel Roller Skates für den Speedboost und eine Spraydose als Waffe zum Beispiel. Aber naja, Haar als Waffe zu haben ist eigentlich auch ganz nett. Das war eigentlich auch schon alles, was ich über das Spiel sagen kann. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.